Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Euer Ries ist mal wieder weg. Haare sitzen nicht, ist komplett egal. Eigentlich wollte ich das Video gar nicht mit dem Handy aufnehmen, sondern wieder über die PlayStation. Aber es geht heute um einen Spieler, den es leider auf der PlayStation gar nicht gibt. Der spielt nämlich in der kroatischen Liga. Beljo oder Beljo. Ich glaube, Beljo ist richtig ausgesprochen. 20-jähriger kroatischer Stürmer. Letzte Saison 20 Buden gemacht. Diese Saison nach 16 Spielen auch ungefähr bei 9 Buden. War ja lange bei Gladbach im Gespräch, wie wir wissen. Es gibt traurige Neuigkeiten und ich glaube, die meisten werden sie schon mitbekommen haben. Vorab kann ich auch nochmal sagen, ich werde jetzt wieder häufiger Videos hochladen. Habe ich die letzten Male auch gesagt, aber diesmal meine ich es wirklich ernst. Ich habe euch vermisst. Ich hoffe, der eine oder andere ist vielleicht auch noch da. Fühlt euch auf jeden Fall gegrüßt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Würde mich unfassbar freuen. Aber das war es dann auch schon davon. Ja, was ist mit Beljo? Fragt sich vielleicht jetzt doch der ein oder andere. Kommt der jetzt nicht mehr? Ist er woanders hingegangen? Das ist so eine Frage, die werden sich wahrscheinlich die ein oder anderen stellen. Ja, er ist leider wirklich woanders hingegangen. Ein Wechsel, den ich persönlich nicht so wirklich nachvollziehen kann. Die Verantwortlichen scheinen sich super um diesen Spieler bemüht zu haben, ernst gemacht zu haben, und da will man noch gar nichts drum rumreden. Scheint aber für mich eine indirekte Bestätigung zu sein, dass, es geht um Augsburg, Augsburg ist ein kleiner ein Verein mit Investoren, mit Geld dahinter, so ein USA-Konzern und sonstiges. Ihr könnt euch ja bestimmt noch an Pepi erinnern. Dieses US-amerikanische Talent für 15 Millionen nach Augsburg wächst urbrutal. Die Jahre nur Minus gemacht, auf einmal hauen sie 15 Millionen raus. Das ist rein wirtschaftlich ein Totalschaden, aber durch die Investoren mussten sie sich damals keine Sorge machen. Mittlerweile ist der Spieler nicht verkauft oder sonstiges, auch nicht im Verein, sondern verliehen. Ein 15 Millionen Einkauf, muss man sich mal vorstellen, kann man einfach verleihen als Augsburg, als Abstiegskandidat. Ja gut, das ist jetzt so, wie es ist. Man hat jetzt im Sturm aktuell, wenn man jetzt mit Beljo, den man ja geholt hat, ich weiß nicht, was da für eine Ablöse im Raum ist, wahrscheinlich 6, 7, 8 Millionen. Schon krass für Augsburg. Also, sorry an die Augsburg-Fans, ich habe nichts gegen den Verein, aber dieser kleine, ich sag jetzt mal Dorfverein-Image, da ist steckt nichts hinter, kein Geld, nichts. Das habt ihr mittlerweile einfach verloren durch die Investoren. Ihr seid immer noch ein sympathischer Verein, aber definitiv nicht mehr das, was ihr einmal wart. Ich wünsche dem jungen Beljo und Augsburg viel Glück im Abstiegskampf, wirklich. Ich hoffe, er schlägt sich da ganz gut. Wenn die Augsburger absteigen, kommt er dann zu uns. Auch wenn ich es den Augsburgern wirklich nicht wünsche. Es ist ein Verein, der gehört eigentlich in die Bundesliga. Aber für mich mittlerweile auch ein Verein, der verseucht ist von Investoren. Hat man jahrelang nichts von mitbekommen. Ich finde, die letzten 2 Jahre merkt man es mal mehr. Belgien ist wieder ein gutes Beispiel. Ja, wir Gladbacher müssen da jetzt leider den sauren Apfel beißen. Wir haben dieses super Talent, sag ich schon, nicht bekommen, der perfekt in unser Spielstil gepasst hätte, den haben wir einfach nicht bekommen und da sind wir selber schuld. Da muss sich Roland Wirkus an der Stelle natürlich ein bisschen hinterfragen, auch wenn da vielleicht nicht unbedingt, wenn nicht unbedingt komplett das Geld haben, aber da hättest du all in gehen müssen, wirklich, Roland Wirkus, das hättest du machen müssen. Du schlägst dich immer besser, aber da hast du definitiv einen Fehler begangen. Ist jetzt schade für uns. Ich werde die Tage mal, also ich werde jetzt daily ein Video hochladen. Morgen kommt mal ein Video dazu, welchen Stürmer ich mir jetzt bei Gladbach wünschen würde. Welcher Stürmer auch die perfekte Ergänzung bzw. der perfekte Ersatz für Thüram wäre. Machen wir uns nichts vor. Spieler wie Benzebaimi, Thüram und Jan Sommer werden nach dem Winter weg sein. Und ich habe schon die richtigen Alternativen gefunden. Zumindest für Thüram und für Sommer, finde ich, haben wir die richtige Alternative auch schon im Verein. Das war es an der Stelle von Beljo. Der Transfer mittlerweile zu Augsburg ist auf jeden Fall bestätigt. Ich wünsche ihm viel Glück. Ich wünsche den Augsburgern viel Glück im Abstiegskampf. Wie gesagt, ein Like und ein Abo würde mich freuen. Ich hoffe, meinen Borussia-Fans geht es gut, auch wenn das Herz jetzt wahrscheinlich ein bisschen schmerzen wird, weil wir dieses wirklich hervorragende Talent nicht bekommen haben. Mein Herz schmerzt auf jeden Fall. Ich hoffe, wir werden gut in die Rückrunde reinkommen. Aber dazu mehr die nächsten Tage. Und dann würde ich sagen, wieder schauen und reingauen, meine Freunde.